Ja, ich möchte gerne heute zu dem Thema Heilung und vor allem dem Thema geistige Heilung euch etwas berichten. Ja, wie bin ich zum Thema der Heilung gekommen? Erstmal durch eigene Herausforderungen, Krisen, Krankheiten, die mich gezwungen haben, erstmal zur Ruhe zu kommen. Mit 35 saß ich im Rollstuhl und konnte keinen Schritt mehr gehen. Die Ärzte sagten, da kann man nicht mehr so viel machen. Und ich habe damals gesagt, das kann nicht sein. Damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und habe mich dann auf den Weg gemacht. Denn ich spürte, dass ich überhaupt keine Lebensqualität mehr habe, wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht heil bin. So habe ich mich damals auf den Weg gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Spiritualität, von Bewusstsein. Ich war eine erfolgreiche, begeisterte Marketingmanagerin, die quer durch die Welt spurtete und von inneren Werten oder von Meditation oder von irgendwelchen Dingen hatte ich überhaupt keine Zeit. Ja. Ich wurde also komplett erstmal aus meinem Leben herausgenommen, denn ich musste stoppen, ich konnte nicht mehr weitergehen. Ich habe dann auch entschlossen, meinen Beruf aufzugeben, um mir erstmal Klarheit zu verschaffen. Um erstmal herauszufinden, was überhaupt los ist und wie ich das Ganze wieder, wie mein Leben wieder in den Griff bekommen kann. So weiß ich heute, dass es bei vielen losgeht mit diesen Herausforderungen, mit den Krisen oder mit vor allem auch gesundheitlich körperlichen Problemen. Heute weiß ich, dass genau diese Krankheiten, Krisen eigentlich der Startpunkt von dem Ganzen sind. Es ist im Grunde genommen ein Weckruf für mich, so nach dem Motto, hey, schau mal hin, was du da für ein Leben lebst. Schau mal hin, ob du auf deinem Weg bist, ob das das Leben ist, was für dich vorgesehen ist. Durch diese Krisen sind viele Menschen erstmal verzweifelt. Sie fühlen sich klein, sie fühlen sich ein Opfer, als Opfer. Aber da ist natürlich auch der Wunsch, dieser Herzenswunsch, tief in unserem Innern wieder gesund zu sein, wieder lebendig zu sein, wieder das Leben zu genießen in all seinen Facetten. Und das ist meistens auch diese Kraft, die uns dann beflügelt, auch mal andere Wege zu gehen. Auch mal, bei mir fing es damals an, dass ich mich dann mal mit Meditation beschäftigt habe, dass ich Entspannungstechniken ausprobiert habe. Und dass ich mich auch mal auf energetische Behandlungen eingelassen habe. So nach dem Motto, viel schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden, ich probiere das einfach mal. So starten heute auch viele Menschen bei mir, die zu mir kommen, die keine Ahnung haben von höherem Bewusstsein, von Heilung oder was auch immer. Aber die einfach spüren, es muss einen Weg geben. Und dazu möchte ich auch jeden auffordern, sich nicht zufrieden zu geben mit irgendwelchen gesundheitlichen Situationen, wo die Ärzte sagen, die man nicht mehr verändern kann. Nein, es gibt Lösungen. Und dazu möchte ich einfach auch wirklich motivieren und aufrufen, immer wieder zu schauen und mittlerweile auch dann zu erkennen, dass diese Krise oder diese Krankheit auch eine Chance bedeutet. Es ist in den meisten Fällen diese Chance, dass ich mich als Mensch oder ich denke immer nur, ich bin das, was mein Körper ist, doch Gesundheit ist die Balance von Körper, Seele und Geist. Und meistens geht es vor allem um diese seelischen, physischen Aspekte und vor allem auch um meine Emotionen. Die Emotionen sind meistens der Ursprung. Und oftmals haben wir eben, obwohl wir uns ein Leben wünschen, in Freude, in Liebe, in Frieden, all diese positiven Dinge wünschen wir uns. Aber oftmals erleben wir genau das Gegenteil. Wir haben Streit, wir sind unzufrieden, wir haben finanzielle Nöte, wir erleben genau das Gegenteil. Doch heute weiß ich, dass wir dieses Gegenteil benötigen.
Weil dieses Gegenteil zeigt uns die Polarität auf. Sie zeigt uns, wo wir noch nicht den Fokus in die richtige Richtung gesetzt haben. Das heißt, es gilt immer mehr darum, diese Emotionen, vor allem die negativen Emotionen, wie Wut oder Aggression oder Hass, Trauer, aber auch Ungeduld zum Beispiel, Eifersucht, all das sind negative Emotionen, die mir oft begegnen in meinem Leben. Entweder weil ich in der Vergangenheit etwas erlebt habe, was mich in diese Emotion gebracht hat. Die Frage ist jetzt einfach nur, was mache ich mit diesen Emotionen, die immer wieder auftauchen, die immer wieder da sind? Und vor allem, wie kann ich diese Emotionen heilen und wie kann ich sie wandeln? Wie kann ich sie in den Positivbereich der Skala bringen? Wie kann ich wieder in den Frieden kommen? Wie kann ich wieder in die Liebe kommen, in die Fülle, in alles, was ich mir eigentlich wirklich in meinem Herzen so wünsche? Insofern habe ich heute verstanden und ich bin heute wirklich sehr, sehr dankbar für all diese Herausforderungen und Krisen, die ich erleben durfte, weil ich habe verstanden, sie haben nur einem gedient, nämlich mich zu mir selbst zu bringen und zu verstehen, was es da noch in mir zu heilen gilt. Denn woher weiß ich, wo ich da anfangen kann? Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch bereit sind, dann mal mit uns selbst auseinanderzusetzen. Einfach mal zu fühlen, was ist denn in mir? Wie sind denn diese Gefühle, die sich in mir momentan eben auch zeigen? Insofern ist für mich momentan Heilung eigentlich was sehr Einfaches. Denn ich habe erlebt, dass in dem Moment, wo ich mich wieder mit dieser höheren Kraft verbinde, mit dieser geistigen Kraft, mit der Quelle, mit dem, ja, ich sag mal, oder Gott, wie auch immer das jeder nennen mag, mit dieser Kraft wage ich heute zu bezweifeln, ist alles heilbar. Gott ist nicht krank. Mit dieser Kraft ist es möglich, alles zu heilen. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn ich es wieder schaffe, mich mit dieser Kraft wahrhaftig zu verbinden. Und das ist eben auch das, was ich immer wieder erleben darf in vielen meiner Sitzungen, meiner Seminare, dass Menschen kommen und gehen in einer ganz anderen Art und Weise, dass sie neue Dinge, neue Inspirationen erleben und dass sie eine Kraft spüren, die sie mit ihrem Kopf und Verstand nicht erklären können, aber die ihnen neue Kraft gibt, einen neuen Weg zu beginnen. Und den Weg der Weiterentwicklung, der Evolution und, wie ich auch sage, der Meisterschaft zu gehen.